Willkommen zu dieser geupgradeten Version von The Binding of Isaac. Wie schon erwähnt, mit Wrath of the Lamb. Und ja, ich weiß, ich hatte gesagt, das kommt erst später, aber was soll's, jetzt kommt eine Ankündigung mal aus Versehen früher als später. Also, ansonsten hat sich aber eigentlich nichts verändert. Challenges mache ich mal jetzt eher offscreen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal als Isaac. Los geht's mit dem Keller XL. Was das bedeutet, sollte ja eigentlich klar sein. Zwei Bossräume und zwei Schatzräume. Aber, naja. Das, okay, Treffen muss noch gelernt sein. Geht mir offenbar nicht. Hier nochmal diese kleinen Viecher. Und die sind auch down. Naja, das Gute an den ersten... Oh, fuck, Champion. Nein, nein, nein. Verdammt. Das war ein bisschen zu nah. Ach, was soll's, war nur ein halbes Herz. Das können wir wieder auffüllen. Und, wie schon versprochen, sofort zum Auffüllen. Plopp. Weiter geht's. Links, rechts, links, links weiter. Wir sind ja nicht rechts. ja, der war flach. Kurz die lebende Mine benutzt. Wir brauchen unbedingt einen Schlüssel. Wir brauchen unbedingt mindestens einen Schlüssel. Ja, zwei oder drei oder 99 wären doch besser. Also, Skelettschlüssel. Naja, wird wahrscheinlich nicht einfach so kommen. Nun denn, weiter geht's. Nach rechts dieses Mal. Aber nach oben. Nun denn, weiter. Schon wieder diese kleinen Viecher. Mit ein paar Spinnennetzen. Und down. Weiter geht's. Oh, top. Und Spinnen. Diesmal etwa die etwas größeren Exemplare. Dann wollen wir mal sehen, dass wir sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Das war jetzt ein bisschen gefailt. Naja, dann mal los. Zack. Gewonnen. Und es gibt eine Pille. Hoffentlich eine gute. Dann wollen wir mal sehen. Ah, no. Full Health. Gut zu wissen. Der zweite Bossraum und ein rotes Feuer. Nicht der zweite Bossraum, der zweite Goldraum. Oder Schatzraum. Und kein Geheimraum in der Nähe. Das heißt, das ist verschwendet. Und dieses Spinnennester müssen wir sofort vernichten. Man weiß ja, was aus Nestern kommt. Das ist nicht gerade erfreulich. Was allerdings jetzt erfreulich ist, ist, wenn der Geheimraum zwischen den beiden Schatzräumen liegt. Dann können wir uns die Schlüssel nämlich sparen. Und da ist der erste Schlüssel. Nun ja, bevor es zu den Bossen geht, immer erstmal in die Räume. Es sei denn, man will Samson freischalten, aber da der schon frei ist... Passt schon. Und der Bucket of Lard gibt uns extra HP. Wir sind zwar etwas langsamer, aber... Mehr Leben ist besser als geschnell. Andererseits... Ach, das wird sich noch alles so ergeben. Hoffentlich. Wollen wir unser Leben spenden? Nein, danke. Kein Bedarf. Wollen wir diese Viecher vernichten? Auf jeden. Und diese Viecher auch. Bomben. Nett. Sehr nett. Den Teufelsjungen lassen wir mal so links liegen. Okay, wo könnte noch ein Geheimraum sein? Wir haben zwei Versuche. Hier könnte einer sein. Ja, da ist er. Ein Nickel. So langsam lohnt sich der Shop. Aber ich glaube, den Schlüssel, falls wir ihn überhaupt bekommen... Heben wir uns doch lieber für den zweiten Schatzraum auf. Ach, was soll's. Schatzraum heißt jetzt bei mir halt immer Goldraum. Gewöhnt euch dran oder lasst es bleiben. Dann sage ich halt immer weiter noch Schatzraum. Das rote Feuer ist kein Problem. Und ein Herz. Das können wir aktuell sehr gut gebrauchen. Denn... Komm hier. Oh, verdammt.
oder auch nicht. Wir haben unseren Schlüssel. Damit gibt's jetzt das zweite Item. Und? Ich bin gerade etwas verschwenderisch drauf, deswegen hier noch eine Bombe. Offenbar keinen Raum. Aber dafür haben wir jetzt zwei Münzen mehr. Und damit lohnt sich der Shop immer mehr. Wenn wir jetzt noch ein paar Herzen kriegen, gibt's vielleicht sogar noch genug Leben, dass wir dem kleinen Teufelchen da was abgeben können. Aber andererseits, sollten wir den Teufel lieber Teufel sein lassen, auch wenn manche Teufel nicht so teuflisch sind, wie sie eigentlich sein sollten. Naja. Technology 2, Laser. Ach ja, was für eine schöne Waffe. Hat zwar annähernd null Schaden, aber unendliche Reichweite und direkt Piercing Shot. Naja, unendlich stimmt nicht ganz, wird von der Wand aufgehalten. Und von Felsen. Aber immerhin. Kann keiner sagen, dass es wirklich schlecht ist. Und jetzt schnell das Teil hier vernichten. Das Teil hier vernichten und ein weiteres halbes Herz. Das heißt, wir sind schon mal auf der Hälfte unseres maximalen Lebens. Mit dem Laser sind auch die hier nicht so wirklich ein Problem. Und auf die Spinnennetze achte ich hier jetzt mal auch eher weniger. Die verlangsamen zwar, aber naja. Aufs Verlangsamen kommt es jetzt wirklich nicht so an. Ein halbes Herz, wir haben wieder drei Herzen. Und eine Münze. Zwei Münzen. Ja, dafür hat sich der Raum aber gelohnt. Nun, den Schlüssel gibt's wohl nicht. Tja, schade, ab zum Boss. Das Leben spenden wir erst nachher. Nach beiden Bossen. Weil, ja, so ein bisschen strategisch gedacht. Aber jetzt erstmal sehen, wer ist überhaupt der Boss? Pin. Naja, den kann man ja noch nicht mal wirklich als Boss bezeichnen. Da taucht man hier und da auf, mal da ein paar Spritze und, ne, ein Gegner ist das nicht wirklich. Es ist überhaupt schon peinlich, von dem getroffen zu werden. Naja, was soll's. Kann man nichts dran ändern. Und ansonsten ist er auch gleich down. Dann gibt es direkt den zweiten Boss. Und wir haben Pregnant Boy. Was bedeutet Zaster, Zahltag. Und weiter geht's. Nach rechts in den zweiten Bossraum gegen Widow. Nun, das könnte unangenehm werden. Ich korrigiere mich. Das wird unangenehm. Widow ist irgendwie nervig. Und bevor die jetzt hiermit so viele kleine Spinnenlarven erzeugt, dann doch lieber vernichten. Ah, wir sind zu lahm. Aber haben genug Power. Die Herzen können wir gut gebrauchen. Okay, bevor wir die kleinen Viecher niedermachen, erstmal das Nest. Dann außerhalb von deren Reich. Stammzellen, hält ab. Naja, kann man ja immer gut gebrauchen. Und jetzt, weil ich nochmal unbedingt so versuchen möchte und deine nächsten Ebene aus Dummheit verkacken, versuchen wir mal diesen kleinen Bettler hier. Na komm schon. Scheiß was Nützliches aus. Gierige Bettler heutzutage. Ich bin schon runter auf ein halbes Herz. Noch eins kriegst du nicht. Schade. Ja, aber das war eine Verschwendung. Hätte ich mir eigentlich denken können, aber naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ab in die nächste Ebene. Wir bekommen einen Scheißhaufen geschenkt. Wie hieß er nochmal? Skartoy? Und Sloth. Und ich hatte etwas Langeweile und habe herausgefunden, was Sloth auf Deutsch heißt, nämlich Faulheit. Das erklärt auch, warum ich so relativ wenig gegen den Boss kämpfe. Denn wenn ich den besiege, heißt das ja, ich will die Faulheit besiegen. Und
das kann ich nicht wirklich. Aber so, kein Problem. Wenn es so einfach wäre, Faulheit zu besiegen, dann wäre schön. Ich meine, da müssen wir sich hier keine Sorgen mehr über irgendwas machen. The Empress. Nun, hier können wir uns das mal sparen. Das Herz ist auch sehr gut. Und den... Na toll, das wird aber nicht so gut. Dammit. Ja, wir sind tot. Entschuldigung. Und weil das so ein relativ schneller Run war, gibt's direkt einen neuen hinterher. Oh, direkt mit Champion. Tja, kann uns recht sein. Aber um eine ideale Schussposition zu brauchen, können... Verdammt. Um eine ideale Schussposition zu bekommen, genügt es auch einfach, erst die anderen zu töten. Jetzt hier Münzen einsammeln, Truhen öffnen und in den Schatzraum. Lokis Hörner, Tears Up. Nun, sicherlich nice. Und jetzt mal nach rechts. Und zack. Die Scheißhaufen sind erledigt. Das Einzige, was übrig ist, ist so eine Fliege. Pilz hier. Oh, ein Stein. Ui, ein Geheimraum. Ein heiliger Geheimraum. Bombs Arcade. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Und ja, tut mir leid, aber der Blutraum hier muss sein. Verdammt. Tja, da haben wir den schwarzen Peter gezogen. Aber da der Geheimraum nebenan ist, nehmen wir uns auch noch ein bisschen Zaster. Das einzige Problem ist, wir müssen jetzt auch noch das heilige Herz opfern. Schade. Hätte es gern behalten, aber geht nicht. Weil Bomben sind Schlüssel. Das heißt, wir können den Shop in dieser Ebene leer räumen. Nun denn, die Fliege ist erledigt, die Fliege ist erledigt, letzte Fliege ist erledigt. Und da ist die Bombe, die wir dringend hätten gebrauchen können. Also, was holen wir uns mal? Ich würde mal sagen, das Leertasten-Item holen wir uns mal. Das Herz hier kann auch nicht schaden. Und die Tarotkarte, The Fool, nun ja, das ist nicht so gut. Aber das Herz nehmen wir uns auch noch. So. Damit hätten wir schon mal all unser Geld verschwendet. Und wofür? Für einen Boss. Welcher es nicht mehr wirklich wert ist. Larry Jr. Nun ja. Nein, Larry Jr. Du war es. Ja, es ist jetzt ganz ein Problem in so einer Situation, wo man nicht mehr abhauen kann. Aber manche Bosse sind einfach schlecht. Und dann gibt es noch Bosse, die nicht nur schlecht, die sind... Naja, da gibt es schon gar kein Wort mehr für. Hat der sich gerade durch den Stein gebackt? Nee, das wollen wir hier aber nicht. Backen ist hier nicht erlaubt, Level Junior. Lässt du mal schön bleiben. Wie viel Leben hat der Kopf noch? Ah ja, okay, nein. Schon wieder? Tja, wenn der den Stein ignoriert, ignoriere ich den auch. Und er hat sich in der Wand festgebackt. Tja, das kommt davon. Also dann, ab in die nächste Ebene. Bagende Bosse. Nein, das sollte man wirklich nicht machen. Ach ja, und wie ich gerade eben noch erwähnt habe, ich habe mal so aus Spaß alle Namen der apokalyptischen Reiter bzw. der Bosse ins Deutsche übersetzt. Und das ist nicht alles, aber das kommt noch am Anfang der Ferien. Da sollten die ersten Special-Folgen rauskommen. Aber
Das kommt noch. Da sage ich nichts. Ich sage nichts, aber stattdessen mache ich diese Fliegen tot. Dammit. Oh, eine Bombe. Sehr nett. Erspart uns doch einiges an Arbeit. Zwei Truhen. In der ersten sind drei Fliegen. Und in der zweiten ist... Oh, oh. Tja, die Trollface-Bombe haben wir überlebt. Und die drei Fliegen sollten uns auch helfen, etwas weiter zu überleben. Und im Notfall können wir auch immer noch abhauen. Was ist denn das? Krebs. Nun, nicht so gut. Haha. Den haben wir uns sauber geheadshot. So, hier ist nichts mehr. Und um den zu erreichen, nutzen wir mal die Pickaxe von Notch. Die nach einem Raum wieder aufgeladen ist. Oh, Champion. Kaboom, und eröffnet sogar uns noch den Geheimraum. Da danken wir doch mal. So dürfen Gegner gerne immer sein. Oh, eine Bombe. Naja, für den Geheimraum brauchen wir sie ja nicht mehr, aber irgendwann könnte sie noch nützlich werden. Schlüssel und zwei Münzen sind allerdings immer nützlich. Na danke, an den Teilen spiele ich nicht. Die jage ich einfach nur in die Luft. War auch, glaube ich, in diesem Fall besser. Kein Schatzraum? Das kann irgendwie nicht sein. Ah, da ist er ja. Oh. Das war jetzt einfach nur, weil ich es kann. Auch wenn ich dadurch wahrscheinlich verkacken werde. Wow. Okay, kein einziges Mal getroffen werden. Nach dem Run werde ich allerdings keinen mehr machen, weil das ist schon der zweite Versuch. Und... Mann ey, jedes Mal beim zweiten Versuch so zu verkacken. Naja. Könnte man ja sagen, hat niemand gesehen, ne? Tja. Das war mal ein Scheiß-Run. Keine Sorge, die nächsten werden garantiert besser. Hoffentlich. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Und zu wesentlich, wesentlich besseren Runs.